Und damit hoffentlich willkommen zurück. Schauen wir mal. Dididim. Sieht okay aus. Das verlieren wir. Aber dafür gewinnen wir das. Das Problem ist, hier gewinnen wir nichts. Dieser Nebel macht nichts. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, 13 Piraten zu sind 13. unterwegs. Piraten sind unterwegs zu dem. Da könnte ich leveln. Zeit ist knapp. Höchste Zeit. Okay, jetzt springen wir mal darüber. Aufgepasst. Ich kann es ja versuchen. So, gleich sehen wir, ob wir einen Kommandopunkt oder zwei bekommen. Ich glaube, es wird nur einer sein. Gucken wir mal, dann können wir auch noch gleich den zweiten hinterher ballern. Teuer ist es. Eine verbündete Die Flotte ist eingetroffen. Instandhaltungskosten brauche ich auch noch. Hier das, aber Forschung das forsche ich abgeschlossen. erst gegen Ende. Ja, brauche ich noch, weil der Titan kostet 2. Okay. Nur schnell! Aufgepasst! Na gut. 50 Versorgung. Bauzeit sehr lange. Ich glaube, in diesem Durchgang, in dieser Ihre Aufnahme Kooperation ist für uns von Interesse. wird es nichts mehr. Hä, was? Du wirst großen Nutzen. Gibt's irgendwo ein Chat-Dings? Was? Ich habe jetzt nicht mitbekommen, was das war. Alle Hallo. Energie auf den Sprungantrieb. Hilfe! Oh meine Güte. Nur schnell. Das wird die Schlacht Verbündete mit Truppen den werden Piraten. angegriffen. Ah. Okay. Haben Sie was für mich? Aber wir kriegen das schon hin. Lade Waffen auf. Jetzt geht's um die Wurst. Lade Den Waffen da. auf. Warte, vielleicht Jetzt sollten geht's um wir die Wurst. erstmal die töten, die wir Ich hier zeig haben. denen, zu Das was eine Erste, was wir richtige und gelohnte angreifen können, Bestande ist. greifen Jetzt wir geht's um an. die Wurst. So ungefähr. Schauen wir mal, keine Ahnung. Ich versuche den kleinen Scheiß wegzukriegen. Unsere Ich habe Flotte keine wird Ahnung. angegriffen. Was Ja. soll zerstört werden? Die Schlacht könnte entscheiden. Höchste Zeit. Jetzt geht's rund. Ich hab was für dich. Jetzt geht's rund. Ich hab was für dich. Ich bin so gut wie erledigt. Schauen wir mal. Ich glaube, das sieht gut aus. Irgendwie zumindest. Jetzt geht's rund. So wird Raumschrott gemacht. Die sind so gut wie erledigt. Ah, da oben kommt Verstärkungen. Boah, das sieht schlecht aus. Obwohl, ich kann es nicht sagen. Keine Ahnung. Nur Ich weiß schnell! nur, ich habe das Nur schnell! nächste wichtige Ding verloren. Noch ein Dienstkreuzer. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Was soll zerstört werden? Die sind so gut wie erledigt. Ich hab was für dich. Also die Raketenfregatten machen schon was, ne? Da, schaut sich mal das an. Das seht ihr nicht, wenn ich mich vorbeuge und den Finger drauf zeige, aber der Schaden an den Schilden ist beträchtlich. Das Ding kasiert böse. Zeit ist Und knapp. zwar sehr böse. Das Schiff, das wird rasiert. Feuer bereit. Die Dinger sind wichtig. Nur schnell. Die Frage Verbündete ist, Truppen werden überleben angegriffen. das meine Fregatten? Die Schilde eines unserer Großkampfschiffe sind unten. Okay. Frage ist, bleiben oder zurückziehen? Zieh Aufgepasst. dich zurück, komm. Wenn der so schnell kassiert, ist das nicht gut. Schaffen wir das? Nein. Zeit ist Okay. knapp. Dann müssen wir uns zurückziehen. Jeder für sich Höchste selbst. Zeit. Haut's ab. Schade. Ich glaube, ich bin zu lang geblieben. Obwohl, es könnte noch gehen. Was soll zerstört Solange werden? die Raketenfregatten überleben. Bald gibt's den Titan. Ich hab's fast. Okay, ich erforsche jetzt das da.
Habe ich zu viel Metallkristall verkauft? Nee, es müsste gehen. Es müsste gehen. Nicht gut, aber es müsste gehen. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Springt's einfach weg. Eines unserer Großkampfschiffe ist schwer beschädigt. Spring, spring, spring. Oh. Okay. Gut, gut, gut. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Sfar. Was ist Sfar? Wo liegt das? Ach, das geht, das ist nur Piratenmusik. Nur schnell! Aufgepasst! Höchste Zeit! Hat der hier irgendwo Zeit ist knapp. Werft oder irgendwas zum Reparieren? Das wäre natürlich super. Unzureichende Finanzmittel, aber die kommen! Ich krieg die Finanzen. Was soll zerstört werden? Ja. Also die meisten Raketenfregatten haben überlebt. Na endlich! Das ist gut. Auftrag fertig, den sie uns gegeben haben. Ich hab dir keinen Auftrag gegeben. Die ewigen Ast. Naja. Verbündete Truppen werden angegriffen. Hoffentlich greifen die jetzt nicht den Gelben an. Der kann sich nicht verteidigen gegen so viel Kram. So. Mach Geld. Mach Zeugs. Titan. Der Titan kommt als nächstes. Es ist noch nicht verloren. Und wenn ich den Titan auf Stufe 10 bekomme, dann boom. Dann haut der alles weg. Schaut euch an, wie schön das getimt ist. Der Planet unserer Alliierten steht unter Belagerung. Fast perfekt. Metall ist das erste, dann das Geld und dann die Kristalle. Aber es reicht. Forschung abgeschlossen. Mehr Kristalle benötigt. Ja. Forschung abgeschlossen. Perfekt. Das Timing ist da. Glaube ich zumindest. Ich bilde es mir jetzt zumindest ein. Mehr Kristalle benötigt. Titan auf dem Weg. Okay. Nur schnell. Das ist gut. Haben Sie was für mich? Das ist aber sehr gut. Der Rest zusätzliche Credits benötigt. Geht in random Kram, ist mir egal. Benötigt. Ich muss jetzt eine Flotte benötigt. Aufbauen, die richtig Wumms hat. Zusätzliche Credits benötigt. Zusätzliche Credits benötigt. Ja. Okay, kann ich noch irgendwas Angriff techen oder so? Ja, hier, irgendwas, was den Titan richtig verbessert. Hier wird der Titan verbessert. Und zwar indem erzielen mehr Schaden. Okay. Auch hier der Titan. Die Frage ist, wo macht der Titan am meisten Schaden? Mit was teche ich zuerst? Rail Gauss und Gauss Schaden. Raketen nicht so sehr. Autokanone. Also Rail Schaden. Was auch immer Rail Schaden ist. Hangarverteidigung? Strukturen, Sternbasen? Sternbasen, Großkampfschiffe. Was sind denn Rail-Dinger? Das ist Gauss Defensivplattform. Alliierte Verstärkung. Gauss-Schaden. Gauss-Schaden. Kann ich irgendwo den Gauss-Schaden erhöhen? Bomber, 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 Zeug. Zusätzliche Credits benötigt. Also das macht den Titanen gut, okay. Aber das ist halt automatische Geschützwaffen, na gut. Laserwaffen, Raketen. Dann kann ich das ja gar nicht testen. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Raketen. Also ich habe Raketen, Laser und Geschütze. Mehr Kristalle benötigt. Ich glaube, ich bleib dabei. Das müsste passen. Zusätzliche Credits benötigt. So, ich habe lange nicht mehr auf die Minimap geschaut. Dass der hier kämpft, gefällt mir nicht. Der sollte abhauen. Und zwar so schnell es geht. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Mhm. Geben Sie mir doch mal was zu tun. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Was soll zerstört werden? Ich springe jetzt darüber. Ich will nämlich die Extraktoren wieder haben. Die gehen mir nämlich wirklich aus. Das merkt man. Und so ein Kolonieschiff ist sehr teuer. Das hätte ich niemals verlieren dürfen. Leider kann ich auch kein Kolonie-Großkampfschiff bauen, ne? So ein Kolonial. Aber der kann das, glaube ich, eh nicht. Der kann kolonisieren, genau wie der. Aber sie kann sonst nichts. Ja, das ist das Problem. Okay. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Knifflig, knifflig, knifflig. Es ist wirklich knifflig. Verbündete Truppen werden angegriffen.
volle Energie auf den Sprungantrieb. Der muss repariert werden. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Titan ist aber auf dem Weg, das gefällt mir. Neue Horizonte erwarten uns. So, Legierung erforschen. Fahren Sie fort. Übermittlung empfangen. Ich muss halt jetzt wirklich den Titan hochballern mit... Warte, das ist Rüstung, ne? Das ist Hülle. Ja, Hülle ist besser. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Was ist das hier? Panzerung. Ja, Panzerung ist nicht schlecht. Panzerung ist auch nicht schlecht, aber mit Hülle hält er ein bisschen. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Das ist eigentlich nice, Liga. So. Reparaturwerft hätte ich auch gern, aber ich bin so weit von allem entfernt. Was ich als nächstes erforschen werde, wird angegriffen. Sind die... Ihr Mangel an Verpflichtung wird bestraft werden. Ja, das ist mir doch egal, was die sagen. Die beiden sind wichtig. So. Sternenbasen möchte ich dann als nächstes nach Möglichkeit irgendwie bauen. Zumindest ist das der Plan. Oder ein Wunsch. Wie auch immer das funktionieren soll, weiß ich noch nicht. Aber... Sie das schnell, falls Sie das Wohlwollen der Unity gewinnen möchten. Nein, will ich nicht. Ich werde nichts gegen meine Verbündeten unternehmen. Zeit ist knapp. Ich könnte es auch voll vergessen. So, Raketenhagel, das ist auch nicht schlecht. Stufe 6, passt. Was soll zerstört werden? Zeit Hallo? Ist knapp. Erwarte Befehle. Wohin, Commander? So, das holen wir uns alles. Übermittlung empfangen. Ich möchte gern eine Aufklärerfregatte haben. Und die kriegt jetzt die Sensordrohne, damit man... Obwohl, brauche ich noch nicht. Nein. Das ist hilfreich. Vulkanische Ausbeutung. Was wollen Sie wissen? Ja, flieg mal. Das finde ich schon. Flieg Bin mal schon hier da. So, hier so hin. Das finde ich schon. Ich muss irgendwas forschen. Irgendwas Gutes. Irgendwas. Ich forsche jetzt die Sternenbasis. Ist mir egal. Dann kann ich hier vielleicht Sternenbasen bauen. Zur Sonne komme ich leider nicht. Oder Stern oder wie immer. Eine verbündete Flotte ist doch, eingetroffen. Doch, das wird sich schon. So, wird hier jetzt gekämpft. Überleben wir das oder nicht? Sie wählen aus. Das ist jetzt die ganz große Frage. Zusätzliche Credits. Das ist die ganz große Frage, ob ich diesen Kampf überstehe oder nicht. Knapp. Hat der Großkampfschiffe? Er hat einen Transportkreuzer, aber ich sehe kein Großkampfschiff hier. Aber der ist mir zu nah den Raketenfregatten, das schaffen die nicht. Nein, aufgepasst. Muss ich wegspringen. Springt's weg. Haut's Zeit. Ab. Nur schnell! Haut's ab. Der Alle ist mir Geschütze zu nah. Bereit. Ja, der ist zu nah, das ist nicht gut. Die sind halt auch teuer, die Raketenfregatten. Die darf ich nicht verlieren. Knapp. Raketenfregatten zu verlieren ist teuer. Erwarte Befehle. Der muss auch ganz dringend weg, das Kolonieschiff. Ja. Phasensprung abgeschlossen. Feuer bereit. Ob ich das wirklich machen Alle sollte? Alle Geschütze bereit. Ich weiß es nicht. Was soll Aber ich hätte werden? Es gern, das ist das Ding. Ich hätte es wirklich gern. Expandieren und auslöschen. So. Ein Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. Was kriegt der? Forschung Schaden? Abgeschlossen. Nee, warte, ja, ich weiß, Schaden ist wichtig, ne? Aber die Fähigkeiten sind auch wichtig. Okay, ich kann ja erstmal mit Schaden und warte. Forschung abgeschlossen. Schaden und Streuschuss, das ist das Erste, was ich jetzt mache, okay? Wir erledigen das. So. Das müssen Sie uns nicht zweimal sagen. Nee, ich warte, bis er weg ist. Ich warte, bis er weg ist. Und dann springe ich rüber. Okay. Brauche noch eine. Und so eine Corvette brauche ich auch noch. Okay. Sobald er da weg ist, springe ich rüber. Nur schnell! Okay. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. Ja, Wir ja, brauchen ja. ein Ziel. Und dann suche ich mir im Internet... Die beste Skillung für den Ragnarov-Titan raus. Ja. Wie ist die beste Punkteverteilung? Die Fähigkeiten sind sicher nützlich. Also da kann mir keiner was sagen, dass es schlecht ist, die Fähigkeiten zu techen.
Oder wenigstens auszuwählen. Das glaube ich nicht. Also der Streuschuss und so ist schon wichtig. Aber vielleicht habe ich da schon einen kleinen Fehler gemacht. Aber dann ist es noch nicht so schlimm, weil ich dann mit Sicherheit maximal einen Punkt falsch gesetzt habe. Es hieß ja hier alles. Aber ich glaube nicht, dass man alles auf Waffenschaden und so machen sollte. So ein bisschen hier die Fähigkeiten sind schon wichtig. Hülle, ja auch. Rest muss man mal sehen. So. Verbündete haut der Truppen denn da nieder? Der bleibt hier stehen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Wie viel Schaden hatten mein Zeugs? Zeit ist knapp. Bereit, loszuschlagen. Na. Ja, alle mit dem Geschütze Streuschuss bereit. Macht der 250 Schaden. Splash. Es ist schon einiges, ne? Ja, die Dinger sind böse. Stark gegen Fregatten, Kreuzer, Jäger und Titanen. Fregatten, ja, aber das sind keine Fregatten. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Genau, stark gegen leichte Fregatten. Unsere Alliierten steht unter Belagerung. Das ist egal hier, das sind die Piraten. Hier wird auch ein Titan gebaut. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Die Frage ist jetzt. Das sollte die Dinge in Gang bringen. Naja, müssen wir mal beobachten. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Vielleicht sollte ich. Verstärkung ist eingetroffen. Moment. Stopp. Das ist zwar sauteuer, aber das möchte ich eigentlich schon da drüben haben. Wenn ich da drüben 1-2 Basen hinstellen kann, dann habe ich da Luft zum Atmen. Das ist nicht das Dümmste. Ihre Befehle! Aber ich glaube, ich gehe jetzt rüber. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. Wir brauchen ein Ziel. Wir erledigen das. Nur schnell, bestätigt. So. Fahren Sie fort, Techcom. Erwarte Befehle. Ah, die springen ja instant, lol. Okay, interessant. Raketenschaden, den muss ich auch testen. Der ist zwar nicht für den Titan, aber es ist. Warte. Mehr Hülle. Hülle ist ganz wichtig für den Titan. Der muss so lang wie möglich leben. Je länger er überlebt, desto mehr Schaden kann er rausballern. Verbündete Truppen werden angegriffen. Bereit, loszuschlagen. So. So soll es sein. Ich bin Ihr schlimmster Albtraum. Dann lasst uns mal ein paar Märtyrer erschaffen. Na, schauen wir mal. Unsere Flotte wird angegriffen. Hier rumbrüllt. Aber ist in Ordnung. Feuer bereit. Verstanden. Und weg sind wir. Wohin, Commander? Macht's es einfach. So, hier kommen jetzt ein paar Piraten an. Doof. Aber es sollte nicht super schlimm sein. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Die Frage ist, ob ich... Geschwaderführer hier. Geschwader meldet sich bereit. Ah ne, das passt. Das ist nur der Titan. Geben Sie mir doch mal was zu tun. Ihre Befehle. Der macht es auch im Alleingang, habe ich das Gefühl. Ich bin Ihr schlimmster Albtraum. Easy. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Feuer bereit. So, ihr geht's Link dahin. Ihr haut's Feuer ab. Bereit. Fahren Sie fort! Ihre Befehle! Sollte passen. Und dann, wie gesagt, weiter techen. Schildentwürfe. Ja, wieso nicht? Boah, das ist immer so laut, dieses BOOM! Aber das ist gut. Es gefällt mir. Es sieht gut aus. Dann lasst uns mal ein paar Märtyrer erschaffen! Ich glaube ganz im Ernst, dass alles bis auf der Titan und vielleicht dieses Schiff abhauen können. Verstanden. Das brauche ich da jetzt gar nicht. Auf den Sprungantrieb. Ist total unnötig. Ne? Wird nicht Wir benötigt. Haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. Wir brauchen ein Ziel. Wird absolut nicht benötigt. Ah, die Ihre ziehen sich Befehle. Zurück. Dann passt's. Ihre Befehle! Wir werden jeden einzelnen von ihnen vernichten! Eine so, levelt er? Ja, dann kriegt die Erfahrungspunkte. Phasensprung abgeschlossen. Rottet diese dreckigen Ratten aus!
Die Frage ist, ob der Titan das schafft oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Ich glaube, ich hau nochmal ab. Ich glaube, ich spring nochmal weg. Wir brauchen ein Ziel. Jeder für sich selbst nochmal abhauen. Sie uns nicht zweimal sagen. Bereit, weil ich stehe hier auch ganz schlecht, muss ich gestehen. Ja. Fahren Sie fort. Da gehen mir zu viele Einheiten. Nein, feuern sich nicht selbst ab. Oh, wenn der mit seinem Titan kommt, dann können wir das kämpfen. Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger. Dann bleibt mein Titan. Und der da... Nee, der springt. Der springt weg und kommt dann wieder. Sie wählen aus, ich mach den Rest. Und der haut ab. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Und da bauen wir noch ein paar Raketenfregatten. Und dann wieder forschen. Zusätzliche Credits benötigt. Forschung abgeschlossen. Nur was? Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Alle Energie was auf sollen Sprung wir forschen? Weltraumhandel. Weltraumhandel ist auch sehr nützlich. Erst brauche ich eine Basis. Alles andere ist... Alle Geschütze bereit. Okay, ich mache jetzt das. Und... Distanzschuss. Kann ich nicht anders skillen. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Wir werden jeden einzelnen von Ihnen vernichten. So, die Fregatte haut ab. Die hauen auch ab. Der bleibt da. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Wo ist denn jetzt das? Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Ja, ich muss meine Armee mal sammeln. Zusätzliche Credits benötigt. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Ich hoffe nur, mein Titan schafft es, aber das müsste eigentlich. Wir werden jeden einzelnen von Ihnen verlieren. Schaut euch das an. Die Orange verliert eine große. Zumindest einiges von seiner Armee. Alle Geschütze bereit. Und sobald der Titanstufe 3 oder 4 ist, naja, vielleicht 4 oder 5, können wir auch rübergehen und den anderen Kram kaputt ballern. Meine Einschätzung, kann aber auch falsch sein. Das müssen wir halt jetzt wirklich sehen, wie das läuft. Ne? So, der Laserschaden vom Titan ist total... Weiß nicht. Gauss-Schaden. Alle Geschütze bereit. Ja genau, Laser macht weitere nichts Forschung Gutes. Tätig. Sie hauen ab. Sehr schön. Wir werden jeden einzelnen von Ihnen vernichten. Okay. Feuer bereit. Ihre Befehle. Darum müsste ich mich mal kümmern. Wie wäre das? Bereit, loszuschlagen. Wir erledigen das. Okay, wie viele Dinge habe ich denn? Sehe ich das irgendwo? Befehle. 9? Das ist aber sehr... Habe ich wirklich nur 9 Raketenfregatten? Nee. Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ich habe doch mehr. Hier, 15. Da nur noch schnell, eine... Ja, also. Bereit, loszuschlagen. Wollte schon sagen. Sie wählen aus, ich mache den Rest. Verbündete Truppen werden angegriffen. Wo ist das Ziel? Das sollte die Dinge in Gang bringen. Raketenfregatten sind halt Fernkämpfer, ne? Also Langdistanzstrecken. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Und wie ist der Schaden? Eine verbündete Flotte ist. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Wo ist das Ziel? Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger. Wir brauchen ein Ziel. Wohin, Commander? Läuft! Eintritt in den Phasenraum! Teuer ist so ein Zeug. Ah, zivile Infrastruktur. Kein Wunder, dass ich kein Geld habe. Oh, der Türkise. Gut, der will leveln, kann ich verstehen. Da sollte ich, glaube ich, nicht reingehen, ne? Na, noch nicht. Ich muss mehr forschen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Mehr Schaden auf den Titan. Ich versuche halt die Tipps tatsächlich, ich hoffe, ich versuche sie durchzusetzen. Ne? Ihre Befehle!
Also was mir gesagt wurde, hier voll auf Schaden und Bumm. Aber ich suche mir nur eine Skillung raus. Wohin, Commander? Für heute bin ich aber durch. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.